Madonna. Oh, ich bin so gut. Ja, perfekt. Wir haben hier Fritz Cola. Mhm. Und ich glaube, wir müssen testen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was für Sorten wir dabei haben, muss ich sagen. Wir dürfen gucken, ne? Okay, okay, okay. Apfelschorle. 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 Ja. Honigmelone. Honigmelone. Die habe ich noch nie getrunken, ich auch nicht. Aber Rhabarber ist gut. Die okay, die kenne ich auch noch nicht. Das könnte auch ein bisschen schwierig sein. Die sind werden. Alle ähnlich, das wird schwierig. Mhm. Ja gut, meine Experience, ich habe gefühlt sowieso nur die bis dato getrunken. Das ist ja die Super Zero. Super Zero, geil. Ja, das ist Gefühl sowieso meine Sorte. Ja, wir kriegen das hin. Auf jeden Fall. Ich glaube, du darfst anfangen. Ich darf anfangen? Dann gehen wir einfach mal von rechts durch. Okay. Das könnte schwierig werden. Ist das? Also ich kann nicht sagen, welche. Cola-Geschmack. Es ist eine von den dreien und eine ich kann nicht sagen, welche. Ich teste dich einfach mal durch und stell die hin. Okay. Und dann teste ich nach. Und dann gucken wir. Ich glaube, das ist einfacher. Okay, die ist einfach. Das ist auf jeden Fall Rhabarber. Auf jeden Fall. Die hier? Ja, hundertprozentig. Wenn das jetzt falsch ist, dann ist das ein Schadier, aber das schmeckt sehr limettig, also ja, wobei, Limette haben wir gar nicht dabei, dann wird das wahrscheinlich Apfel sein, vermute ich. Limette und Apfel sind voll verschieden. Jetzt habe ich keine Ahnung. Schmeckt das wie das erste? Hm. Ich habe ein Problem. Aber bei nee. Mach dir Gedanken, ich teste jetzt nach. Ja. Und du kannst ja schon mal ungefähr raten. Wenn wir Seiten wechseln, dann ist es, glaube ich, einfach. Also, das da und das da sind auf jeden Fall, ich würde jetzt behaupten, die beiden. Nicht die beiden, wenn die sich so ähnlich sind? Nein, ich glaube, das sind die beiden. Also, das sind ja basically ja alle drei Cola. Ich meine, die erste hat mir ein bisschen besser geschmeckt und deswegen ist das auch die. Safe muss das hier sein, die schmeckt voll, aber. Keine Ahnung, ich bin schlecht im Testen. Also ich glaube, das ist die weiße. Gleich. Ja, ich glaube, das ist die weiße. Das ist mein Gefühl. Also da war ich mir auch wirklich sicher. Der nächste ist, bin ich mir auch sehr sicher, das ist die Apfelschorle. Oh, schmeckt das limettig? Ja, das ist Vollgas-Apfel, einfach. Das stelle ich jetzt dahin. Okay, es ist leicht säuerlich. Dieses Säuerliche hat mich an Limette erinnert. Hm. Hast du schon mal Limette gegessen? Ja. Habe ich gerade auch getrunken. Die schmecken sehr ähnlich, aber die hat nämlich eine kleine andere Note. Deswegen glaube ich, dass das nämlich die Nicht-Zero-Variante ist. Weil welches von ist überhaupt die Zero? Die weiße ist auch Zero, oder? Okay, die schmecken alle gleich. Oh, ich dachte, das hier ist die mit No Sugar und nicht mit normal. Oh, schwierig. Also bin ich mir auch mit Melone ziemlich sicher. Warte. Ja. So. Schmeckt gut. Geplört. So. Ich glaube, bei denen müssten wir nochmal probieren, weil ich glaube, sonst kriegen wir das in dem Leben nicht raus. Also ich fand die auch intensiver. Aber die waren ziemlich ähnlich so im Vergleich. Aber keine Ahnung. Ich habe die eine davon habe ich nie getrunken. Wollen wir einfach fröhlich nochmal die drei Sorten testen? Ja, das klingt gut. Mhm. Okay. Ich lasse das jetzt auf mich wirken. Okay. Gehen Sie testen. Also es schmeckt weniger intensiv als das, finde ich. Moment. Also das ist auf jeden Fall einer der Zero-Sorten. Bin ich mir sehr sicher. Ein bisschen nach Kirsche, muss ich halt leider auch sagen. Keine Ahnung. So kirschig. Ja, Kirschcola, ja.
Ja. Das ist weird. Okay, ich... I don't know. Also ich gehe jetzt meinem Bauchgefühl einfach mal nach und würde sagen, dass das hier die Super Zero ist. Das ist das die, die ich... Die in der Mitte oder die hier? Die hier. Also die rote. Mhm. Und dass dann dementsprechend das da die normale, also die weiße ist. Also ich glaube schon safe, dass das die normale, also die Black ist. Die Black Edition. Okay. Also sprich so. Und dann wäre, das habe ich eben gesagt, das Rot, das Weiß, richtig? Ich glaube schon, ja. Also die sind sich ähnlicher als die. Ja, das denke ich nämlich auch. Also sprich so. Bleiben wir so. Gehen wir damit? Ja. Okay. Wir loggen ein. Oh Gott, das kann ja nichts werden. Oh, fuck. Ey, aber es ist gar nicht so falsch. Ja. Also wir hatten wirklich nur mit der Weißen und der Schwarzen letztendlich uns nicht einigen können. Aber interessant. Aber gut, man muss fairerweise auch sagen, ich glaube, die Weiße und die Schwarze habe ich beide auch noch nicht getrunken. Die Weiße schmeckt richtig geil. Deswegen dachte ich jetzt eigentlich, dass... Weil irgendwie anders, aber gut. Aber es sind 4 von 6. Krass.